Bulle oder Bär? Ja, wer wird die Oberhand gewinnen? Das ist die entscheidende Frage der kommenden Woche und den weiteren Kursverlauf. Hallo, begrüße, mein Name ist Gerhard Oehler. Wir schauen uns diese Woche, wie gesagt, die Indizes und so weiter an, aber auch ein paar Aktien, die ich ja schon letzte Woche vorgestellt habe, darüber gesprochen habe. Und wir starten nach dem Intro. Ja, wie üblich starten wir mit dem Überblick der vergangenen Woche. Was da gleich einmal auffällt, da geht sogar das Kerzen gerade senkrecht nach oben. Ja, warum ist das der Fall? Ganz einfach, am Montag, am Mittwoch habe ich sogar darüber gesprochen, dass wir am Montag beim Öl mit einem Gap gestartet haben, also mit einer Kurslücke, und seitdem ist eigentlich nicht mehr viel passiert. Warum war dies der Fall? Ja, ganz einfach. Die OPEC hat bekannt gegeben, dass es eine Kürzung geben wird. Das war wie ein Faustschlag den Amerikanern gegenüber, die ja eigentlich eine Erweiterung, eine Ausdehnung der Ölfördermenge eigentlich gehofft haben und auch darauf gepocht haben, um den Ölpreis weiter runter zu bekommen und in weiterer Folge auch die Inflation. Aber die Saudis stellen sich sowieso komplett gegen die Amerikaner, auf die Seite der Russen, auf die Seite der Chinesen. Wie ich auch jetzt erfahren habe, beziehungsweise gelesen habe, ein russisches Kriegsschiff weilt mittlerweile in den Häfen Saudi-Arabiens. Also da geht es wirklich zur Sache. Wir schauen uns natürlich auch an, was haben die anderen Märkte gemacht. Ja, der Bitcoin zum Beispiel, große Seitwärtsbewegung, also da ist überhaupt nichts los gewesen. Das war auch einer der Gründe, warum ich eigentlich am Mittwoch gar nicht auf den Bitcoin eingegangen bin. Wofür denn? Er geht ja eh nur seitwärts. Danach haben wir hier jetzt dann noch das Gold. Das ist jetzt da etwas nach oben gegangen, aber auch wieder etwas zurück runter. Schauen wir uns auch noch näher an. Und jetzt kommen wir zu den Indizes. Ja, da haben wir das Problem, dass es da hier eine Verschiebung gibt wegen dem Feiertag und so weiter. In Summe gesehen kann man eigentlich sagen, ja, große Schwankungsbreite. Die Nasdaq hat verloren, wenn man da die Woche ist gestartet, das sehen wir darüber. Man ist tatsächlich etwas tiefer, hauchdünn und hat aber schon ein größeres Minus gehabt. Dieses wurde am Freitag noch einmal korrigiert durch eine Rallye. Wir sind da auf der Long-Seite unterwegs gewesen. Ich war da live unterwegs. Nein, gar nichts, das war nicht der Freitag, das war der Donnerstag. Ihr schaut euch das Video jetzt am Samstag an. Aufnehmen durch das allerdings am Freitag, also deswegen ein bisschen durcheinander. Der Dow Jones selbst ist seitwärts gegangen mit einem hauchdünnen Plus. Und der DAX, ja, den müssen wir da so auflegen, hat auch ein hauchdünnes Plus. Ganz interessant ist, wenn man sich die drei Indizes einmal längerfristig anschaut, das wollte ich eigentlich hier zeigen, und zwar vom Jahresbeginn an jetzt gerechnet, 2.1., 3.1., dann sehen wir da Folgendes, dass hier, das ist die Nasdaq hier heroben, seht ihr da, Nasdaq-Indikation, eindeutiger Sieger ist, mit sage und schreibe um die 17% ist es nach oben gegangen, gefolgt vom DAX, das sehen wir da hier, das ist der DAX, ja, immerhin so um die 10-11%, und jetzt endlich wiederum ist der Dow Jones auch im Plus, auf Jahresbeginn-Sicht, hauchdünn ist man da drüber, also der ist gröber im Hintertreffen jetzt da gekommen.
So, jetzt habe ich schon vorhin gezeigt, wenn Sie euch erinnern könnt, vor etwa 3 Wochen, da sind wir da unten gewesen, eine Woche später habe ich dann auch das eingezeichnet und auch vorgestellt. So stelle ich mir in etwa vor, diesen Index, den Fair and Greed Index, dass es jetzt dann nach oben gehen können und auch in weiterer Folge würde es dann zu einer Rallye kommen bei den Indizes, hier jetzt speziell der Standard & Poor's. Und so ist es auch der Fall, wenn wir uns das jetzt einmal live anschauen. Das ist jetzt der letzte Stand, also das sind die letzten 3 Wochen, sind wir jetzt da drinnen. Ja, ein bisschen höher darf es noch gehen. Und dann auch könnte das durchaus wiederum beginnen zu kippen. Jetzt da schauen wir uns die Charts im Detail an. Da müssen wir da umspringen. Genau, jetzt haben wir richtig. Und zwar starten wir mit der Nasdaq. Die Nasdaq, wenn Sie sich noch erinnern könnt, ja, da habe ich davon gesprochen im Index. Schauen wir uns das so an. Bis zu dieser roten Linie darf es da runtergehen. Und dann sollte das Ding bereits wiederum drehen, um eben dann auch nach oben zu gehen. Das heißt, seit hier unten bin ich bullish. Da hat es auch dieses eine Video gegeben. Wenn Sie sich danach erinnert, da, das ist das Bullen-Video. Ab dem Zeitpunkt geht es jetzt da wirklich nach oben. Und es sollte auch kommende Woche sogar noch drüber gehen, bis daher. Und dann nachher ist allerdings eine größere Korrektur dran. Also mit anderen Worten, bei diesem Index bin ich bullish, wenn wir da drüber kommen. Das ist das Wörtchen wenn jetzt. Also wir müssen mit anderen Worten unbedingt da drüber kommen. Und dass wir hier tatsächlich jetzt da an einem bestimmten Widerstand sind, können wir auch sehen, wenn wir uns die einzelnen Aktien anschauen. Und da fangen wir mit Apple an. Apple ist jetzt da an dieser Linie. Da hat es ja von meinerseits auch eine Long-Empfehlung gegeben, im Premium-Dienst da hier unten da zu kaufen. Hier oben gehen wir verkaufen. Ja, immerhin war das jetzt eine schöne Bewegung von hierher bis da hierher um die 6%, 5,9%, schön gemütlich nach oben. Auch danach jetzt diese Zwischenkorrektur. Und jetzt ist halt die Frage, kommen wir da höher, kommen wir da drüber, dann ist das Ziel da hier oben zu finden. Gleiches oder sogar noch viel brisanter ist es bei Microsoft, die ja wesentlich stärker ist, das sehen wir ja hier. Also die testet bereits jetzt diese langfristige Aufwärtstrendlinie, die ja von unten einmal, zweimal, da herum das dritte Mal getestet worden ist. Und jetzt ist halt natürlich die große Gretchenfrage. Fallen wir da jetzt da wiederum zurück runter, prallen wir ab? So, das wollte ich eigentlich rausnehmen. Prallen wir da ab oder ja, kommen wir jetzt da vielleicht schon drüber und ziehen den Index dann auch gewaltig nach oben, weil da hätten wir zum Beispiel eine Kurslücke. Das wird sich alles in der kommenden Woche entscheiden. Montag ist ja noch ein Feiertag, das muss ich auch gleich dazu sagen. In den USA wird da kein Na gar nichts, oh doch, Montag ist in den USA bereits ganz normal offen. In Deutschland ist und in Europa, also auch die österreichische Börse, die deutsche Börse und so weiter, hat Montag alles zu. Genau so ist es, ja. Das ist überhaupt genereller Feiertag, auch bei uns, nämlich auch in Deutschland wird vermutlich auch so sein, weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Ja, jedenfalls, da haben wir eine Lücke, da haben wir eine Lücke. Also da wäre einiges an Luft nach oben hin möglich. Alphabet, auch eine Querlinie, da ist auch davon die Idee gesprochen. Das haben wir schon da unten gewesen. Ja, da ist der erste Widerstand, da werden wir abprallen, deswegen auch diese Linie da. 1, 2, 3 aufgelegt. 1, da ist das 4, 1, 2, 3, 4. Jetzt sind wir dann nachher da drüber. Ja, wie geht es da weiter? Das wäre halt eine der Möglichkeiten, wenn wir es wirklich schaffen, da drüber zu kommen. Ja.
Okay, gut. Soweit jetzt einmal die drei wichtigsten Aktien der Nasdaq. Jetzt da kommen wir zum Dow Jones. Der ist ja in einer Seitwärtsbewegung gewesen. Wir haben zwar da am Montag ein bisschen Abverkauf gehabt, dann nachher Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und was hat jetzt am Montag? Da ist jetzt ein Fehler drinnen. Da sehe ich gerade, da ist ein Fehler drinnen. Der Future heute, genau, das ist ein Blödsinn. Wir sind schon am Montag, den 10. Haha, da hat TradingView sogar einen Fehler drinnen. Na, das ist interessant jetzt. Ja, die haben da tatsächlich, na, wie ist es da drinnen? Genau, Freitag, der 7. Das ist ja auch der Future. Na, daher muss ich springen. Genau, da sind wir noch im Donnerstag. Ja, passt. Also man hat da jetzt ja tatsächlich schon den Future ein bisschen das vorgegriffen. Ja, ich nehme den noch einmal rein, also ein bisschen höher. Auch hier sind wir jetzt da an einem interessanten Punkt. Zuerst einmal diese Querlinie. Da wird sich auch dann noch entscheiden. Das habe ich eingezeichnet, wie wir da unten gewesen sind. Und da ist jetzt da wirklich die Frage, schaffen wir den Ausbruch, schaffen wir nicht. Meine Gedanken diesbezüglich wird es am Sonntag, am Abend geben. Vielleicht dann ein Update am Montag. Weiß ich noch nicht, wie ich das genau machen werde im Premium-Dienst. Dann schauen wir uns auch den Standard Poor's an. Ja, da gibt es nicht viel zu sagen. Also im Grunde genommen gehe ich eigentlich auch davon aus, dass wir da früher oder später höher gehen könnten bis zu dieser Linie. Voraussetzung ist, wir schaffen es wirklich über diese Hochs zu kommen. Ja, dann marschieren wir dahin. Jetzt, da kommen wir zum Öl. Da sehen wir diesen Kurssprung, den wir da mit Montag, das ist der Freitag und das ist der Montag, sehen wir, der dritte, seitdem eigentlich nur noch seitwärts. Ich glaube, fast diese Lücke werden wir jetzt da bald schließen. Ich glaube nicht, dass wir da höher jetzt da durchstarten. Sobald wir da unter diese Lows fallen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es tiefer geht und man kann da Trend folgen, damit runterschwimmen. Vorher würde ich mich da jetzt nicht positionieren. Gold, starker Aufschwung nach oben. Während die Indizes am Montag runtergegangen sind, beziehungsweise am Dienstag, ja, ist Gold da hier ausgebrochen. Wer da zurückschaut, das Video letzter Woche, da habe ich ja dieses Dreieck eingezeichnet, wo ich davon gesprochen habe, ja, da könnte jetzt der Ausbruch kommen, da könnte jetzt da wirklich so einiges passieren. Und tatsächlich ist das jetzt auch der Fall gewesen. Wie könnte es jetzt da weitergehen? Ja, vielleicht noch einmal an dieses Low, diese 2000 oder knapp dahin. Da hätten wir auch sogar Querlinie, die da von der Rüben kommt. Das wären dann nachher die 9998. Das wäre halt jetzt das errechnete Ziel. Da diese zwei Pünktchen oder eineinhalb Pünktchen unter die 2000. Darf es noch einmal hinlaufen und da kannst du das Ding wiederum durchstarten. Das sehe ich am wahrscheinlichsten an, sagen wir mal so. Jetzt kommen wir zum Bitcoin. Seitwärts, Langeweile, nichts los. Was mir allerdings interessanter mittlerweile ist, meiner Meinung nach, ist Ripple. Also XRP. Da sehe ich eh, da jetzt auf der Long-Seite so 15% kommen. Ich muss auch dazu sagen, dass ich da schon bereits positioniert bin, also etwas vorbelastet. Meine Positionierung wurde bereits hier gemacht am Donnerstag. Habe ich da ein bisschen aufgestockt. Und ich gehe davon aus, dass wir da jetzt durchstarten könnten. Ja, bis da hierher mal 15% und danach ist sogar wesentlich höher. Und man sich unabhängig von Bitcoin bewegen wird. Hintergedanke, warum, weshalb? Ja, ganz einfach, die EZB, aber auch die Federal Reserve, also die US-Notenbank, haben vor, den digitalen Euro bzw. den digitalen Dollar einzuführen. Und die Pläne sind schon sehr, sehr, sehr konkret. Das heißt, es könnte tatsächlich im Oktober losgehen. Und jetzt kommt das Interessante,
Ripple wird da unter den Banken als Transferschnittstelle eine Schlüsselrolle einnehmen. Und daher geht meine Spekulation in diese Richtung, das Ding wird extrem zulegen. Ja, das wird dann nicht die 15%, sondern da, puh, da herum, da wesentlich höher aufgehen wird. Also ins Depot reinzulegen, jetzt nicht Haus und Hof dazu spekulieren, aber trotzdem ein paar Sachen reinzulegen, kann sicherlich eine gute Idee sein. Okay, gut, zu guter Letzt schauen wir uns jetzt noch einen Index an, und zwar nämlich den DAX. Der DAX hat hier eine Kurslücke. Das ist nie eine gute Sache. Aber auch zeitlich stoßen wir hier da an diesen Hoch an. Wenn ihr euch zurückerinnert, ich habe davon gesprochen, ja, wir könnten da, wenn wir da drüber kommen, da recht hurtig, da sogar noch höher gehen. Diese Trendlinie, die nehme ich jetzt da raus, die braucht man nicht. So. Also wenn wir da wirklich da drüber kommen, dann sehe ich da, das sind für mich keine allzu großen Widerstände. Ja, sicherlich, da wird es auch Reaktionen geben, aber dann laufen wir da relativ hurtig dann nach oben. Das wären dann auch so schnelle 3,5, 4% in etwa, und dann sind wir schon fast beim All-Time-High. Also der DAX wird so sicherlich so manche überraschen, und ich kann mir das gut vorstellen, wenn wir, wie gesagt, hier drüber kommen. Jetzt da ganz zum Schluss noch zwei Aktien. Die erste ist einmal diese. Die wurde von mir empfohlen, als wir da hier unten gewesen sind, in meinem Premium-Dienst. Ja, sinnvoll, sich einmal da testweise anzumelden, beziehungsweise überhaupt gleich ja, dabei zu bleiben, beziehungsweise halt eben sich das anzuschauen, speziell den Aktienbereich, wo ich ja immer wieder hochinteressante Aktien vorstelle, beziehungsweise die Signale reingebe. Und da ist am Donnerstag eine kleine Kursexplosion hat da stattgefunden, so dass wir da jetzt da tatsächlich, ja, ich habe sie schon angezeigt, 45% innerhalb kürzester Zeit zugelegt haben. Wie könnte es da weitergehen? Ja, sicherlich eine Korrektur ist da drinnen. Auch etwas vorbelastet. Ich habe da schon Positionen reduziert. Okay, gut. Die letzte Aktie, auch die habe ich letzte Woche drüber gesprochen. Das ist die Coca-Cola-Aktie. Ein Langweiler eigentlich, aber dieser Langweiler ist durchaus interessant. Da charttechnisch sehr schön zu lesen ist und ein bisschen mit Hebel und so weiter kann man da spielen. Und wenn wir uns das jetzt so also anschauen, wiederum ist eine weiße Woche zu einer vorhergehenden weißen Woche dazu gekommen, zu einer wiederum vorhergehenden weißen Woche. Also drei schöne weiße Kerzen, drei schöne weiße Wochen nach oben, das sind die Tage jetzt. Und jetzt kommen wir da zu einem bestimmten inneren Widerstand. Also jetzt wird es halt interessant sein, diese Position ein bisschen zu reduzieren, ein bisschen runterzugehen, wieder aufzubauen. Und danach kommen wir an diese Linie. Ich gehe davon aus, dass wir diese Linie früher oder später überschreiten werden und dann eh da oben mit All-Time-Hochs unterwegs sind. Okay, gut. 16 Minuten, 17 Minuten. Dann sage ich jetzt einmal danke fürs Anschauen. So, jetzt finde ich es gar nicht. Ich wollte eigentlich da noch. Ja, Kamera direkt, wollte eigentlich noch so abschließend mich so verabschieden. Ja, wir sehen uns wie gesagt nächste Woche, dann auch wiederum am Mittwoch. Die Umfrage, die ich da gegeben habe, werde ich dann auch am Mittwoch präsentieren bezüglich Stand der Dinge und so weiter. Können Sie unter das Mittwochsvideo noch immer noch drunter reinschreiben. Und was ich auch vorgeschlagen habe, ja, ein, zwei Aktien schaue ich mir an. Das wird, aber da haben wir ein eigenes System überlegt. Okay, gut, danke fürs Anschauen. Daumen nach oben und muss ich nicht extra dazu sagen. Tschüss!